Schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren epischen Folge Final Fantasy VII Crisis Core Hype. Ja. Im letzten Part hat's Cloud oder den anderen Typen, wer weiß, ziemlich erwischt, und wir helfen hier jetzt erstmal ein bisschen weiterzukommen. Wir sind gerade auf Berg Nibel. Und rang irgendwelche Scums. Um ehrlich zu sein, rang wir diese Genesis-Repliken. Eindeutig. Oh yeah! Ich mach mal die Musik ein bisschen leiser für mich, okay. Und ja, Sephiroth war auch da und Genesis auch. Wir waren im Reaktor und Genesis hat ein bisschen mit Sephiroth gelabert. Gesagt, ja, du bist nur ein Monster, du Spaß. Und Sephiroth so, stimmt. Ja, und das war eigentlich die ganze Story. Hey, das sind ja Leute. Und das scheint Marco-Energie zu sein, die aus dem Berg strömt. Aua. Ich sterbe, oh nein. Ich sollte besser einen Schrei machen, der zeigt, wer es für Schmerzen ich empfinde. Aua. Good job. Was auch immer. Yo, Blank, was geht ab? Wir haben es bis hierhin geschafft, ohne auf Monster zu stoßen. Aber langsam müssen wir nach Hause. Ich könnte dir aber was verraten, was ich über diese seltsamen Bomber gehört habe. Nein, danke. Wirklich nicht, Mann, dann leck mich doch. Ich glaube, die Blank haben nichts von uns. Fein Genesis Legionäre C. Ja, okay, ich glaube, der eine Typ war nur C. Bye, Boys. War nett. Ob die Genesis-Repliken die Kinder verschonen? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal, die sind nur hinter uns her, weil, naja, wir Soldier sind. Und die mag Genesis scheinbar nicht so sehr. Nur ein Guess. Geh weiter tiefer, beweg dich! Ach ja. Wenigstens wissen wir, dass Tifa nicht sterben wird. Das ist doch toll. Ich mag Tifa. Relativ. Ich meine, sie ist jetzt nicht der interessanteste Charakter der Welt, aber sie ist cool. Sie ist cool. Ich meine, sie kämpft mit ihren verdammten Fäusten und macht genauso viel Schaden wie dieses Schwert, was wir auf den Rücken haben. Also, please. Okay, jetzt vielleicht nicht, aber in Zukunft. Final Fantasy VII Zeit. Geht es auch etwas schneller? Goddammit. Ob es hier noch Monster gibt? Hier gab es Monster. Oh ja, here we go. Stirb! Du Scheusal! Bam. Magie hin oder her, ich schlitz dir einfach weg. Easy. Na, na. Naja, die entspannte Musik sorgt dafür, dass ich mich etwas sicherer hier fühle. Ei! Ey, Disney, gib mir ein bisschen Glück, Frau. Come on! Nein? Okay. Oder doch? Yeah! Cool! Level Up wird zwar auch nett, aber hey, man nimmt, was man kriegt. You can do it, Zack. Mehr Luck! Yeah, I'm on fire now. I'm on fire now! Bam! Awesome! Ich meine, wird uns in den Kampf nicht wirklich viel bringen, aber der Stellar-Modus ist ja Kämpfe übergreifend, bedeutet, im nächsten Kampf haben wir ihn immer noch und das ist ziemlich smaxy. Ja, Leute, smaxy. Nicht schmackhaft, nicht sexy, smaxy. Und ich habe irgendwas im Auge, aua. Ah, ich sterbe eines bitteren Tor. Okay, alles wieder gut. Dun, dun, dun. Oh nein, warte, das ist wieder... Oh Mann. Aha, hey, die Villa. Da sieht man einen an. Kunzel? Kunzel, bist du's? Disney Time. Du bist gerade in Nibelheim, oder? Mein aktueller Auftrag hat mich kalte Gegend verschlagen. Übrigens, Zack, das Castello del Sol auch lauflos gelesen, nicht wahr? Hast du es bis zum Ende durchgehalten? Wie ich dich kenne, hast du eine Wälze wahrscheinlich nach der Hälfte in die Ecke geschmissen, was?
Im Moment führen sie Midgard Theater gerade wieder eine Inszenierung von Loveless auf. Was hältst du davon, wenn wir sie uns nach deiner Rückkehr gemeinsam anschauen? Vielleicht sollten wir auf Hinweise... okay. Alter, die Cis, nein, ne? Die hat Bock. Die hat auf jeden Fall Bock. Ja, klar, gehen wir da rein. Fuck, Cloud. Falls es Cloud ist, wir haben ja noch einen anderen Dude dabei. Ah, Moment mal, bin ich hier richtig? Ich sollte die doch lieber in die Stadt diskutieren. Ich glaube, das ist ein Ort für nächstes Mal. Aber schön, dass ich ihn jetzt schon betreten kann. Ah, das sind die ja. Ach, bin ich kacke. Ich habe die einfach dort gelassen. Keine Sorge, Leute. Ich bin gleich da. Wir kommen schon klar. Kann ich mit euch sprechen? Nein? Okay. Gehen wir einfach weiter. Scheinbar möchten die hier hin. Ja, nach Nibelheim. Macht ja irgendwo Sinn. Sorry, dass ich in die Villa gestolpert bin. Ach, Nibelheim. Ist irgendwie ein schöner Ort. Wo ist Sephiroth hin? Der ist immer noch im Reaktor, scheinbar. Hab nicht gesehen, dass er mitgekommen ist. Ist etwas passiert? Tut mir leid, aber das kann ich dir nicht sagen. Hätte ich mir denken können. Damn, sie ist so knapp bekleidet. Ich meine nicht, dass es was Schlechtes wäre. Ich werde herumfragen, ob ihn jemand gesehen hat. Mach das, Tifa. Danke, Tifa. Danke, Tifa. Ha! Der ist so wreck, der Junge. Es war doch Cloud. Na, sieh mal einer an. Tifa's safe. Don't worry. If only I were soldier. Zack? Soldier is like a den of monsters. Don't go inside. What happened? I don't know, man. I thought I knew, but... By the way, do you know Tifa? Sort of. Talk to her? No. I'm sensing some issues here. Shouldn't you do something? I'm one to talk. I'm with Soldier, so fighting's all I do. Sorting things out is someone else's job. What's going on? Who's the enemy? It makes no difference to me. Hey, Zack. You know, I've never seen you use that. Use brings about wear, tear, and rust. And that's a real waste. You're a little more important than my sword. But just a little. Embrace your dreams, and whatever happens, protect your soldier honor. This is a symbol of my dreams and honor. No. It's more. That's right. I had almost forgotten. Thank you, Cloud. Huh? Right! I'm gonna crash. Night!
Sorry, wegen den seltsamen Schatten. Sechs schon ein komischer Dude. Jo! Alles klar, ich verstehe. Mach das mal für Übungen. Okay, ich geb einen Chat. Sein Faggot. Und außerdem benutzen wir dieses Schwert einfach die ganze Zeit über, seit NG tot ist. Cloud, bist du blind, mein Schatz? Oder guckst du mir nicht beim Kämpfen zu? Bewunderst du meinen Kampfstil nicht? Mal gucken, was er zu sagen hat. Bitte lass mich noch etwas ausruhen. Okay. Lass mal gucken, was mit Sephiroth abgeht. Ah, oh, eine Mail! Wenn du Lust hast, wie wäre es, wenn du meine Familie für mich heute besuchen kommst? Die Gerichte meiner Mutter schmecken fabelhaft und heute will sie ihren berühmten Eintopf kochen. Den musst du unbedingt auch probieren. Ja, klar. Klar besuche ich deine Mutter und dann werde ich dein... Geht es ihm gut? Geht es dem verletzten Infanteristen gut? Er scheint so stark verletzt worden zu sein, weswegen ich mir auch große Sorgen mache. Wie gut, dass du da warst, Zack. Soldier-Kämpfer sind wirklich ein anderes Kaliber. Ich würde mich freuen, wenn du mir mal mehr davon erzählen könntest. Es gibt da etwas, was mich interessiert. Sicher, Tifa, Girl. Klar, komme ich vorbei. Tja. Oh, da sieht man einen an, wenn man von Teufel liest. Sephiroth steckt angeblich in der Shinra-Villa. In dem großen Herrenhaus. Ja, es gehört Shinra schon lange, schon ganz lange. Okay. Na, na, na. Rotleder, leck mich, Rotleder. Wir von Rotleder, bla bla bla, okay. Geschenkte Gürtel, ach komm, Alter, geh weg. Hab ich echt einen Ordner, der Genisiana heißt? Alles klar. Yo. Aerith? I finally got through. Yeah. Listen, now's not the best time. I'll call you later. No, no. You don't have to. Okay. I'll come visit. I'll be here. I'll see you. I promise. Emotionaler Schub, yay. Bald bin ich wieder bei dir, Aerith. Decker, red doch einfach mit der, hä? Wieso hast du jetzt gesagt, es ist nicht der beste Zeitpunkt? Fuck auf Sephiroth, da kommt klar. Was geht ab, Boy? Du musst der andere Typ sein. Nein, das ist Cloud. Die Shinra wieder liegt die Treppe rauf und dann links. Okay, gut zu wissen. Folg mir. Nein. Hast du nicht gesagt, ich soll deine Mutter besuchen? Ich muss hier Prioritäten setzen, ja? Nur wo ist sie? I don't know. Wer bist du? Shinra-Truppen in unserem beschaulichen Dörfchen? Wie die Zeiten sich ändern. Ja, ja, wie die Zeiten sich ändern. Ich meinte, wohnt er jetzt hier oder so? Ach, fuck it. Gehen wir einfach. Wer braucht schon Clouds Mutter? Dun, 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 dun. Ich meine, es wäre sowieso irgendwie sehr weird für uns, sie zu besuchen, findet ihr nicht? Fuck, falscher Zauber, Dunkeleiserer! Leckt mich! Oh, das macht guten Damage. Holy fuck. Ja, okay, aber brauchen wir eigentlich nicht. Da spare ich mir lieber meine MP. Schokobonus! Yeah! Awesome! Bowser! Ei! Schokobotritt, Stufe 2! Ja, die Schokobos sind zu geil! Yeah! gar nicht heftig oder so, nein, nein. Cool, gehen wir weiter. Haben wir noch einen anderen Effekt aus der Schutzengel? Nee. Es kam mir vor, als würden wir so rot leuchten. Egal. Wen juckt's? Kunzel, mein Boy! Oh, Isaac, wie geht's dir?
Da ist jetzt dauert eine Ecke länger, als ich erwartet hatte. Deswegen dachte ich mir, ich könnte dir dich mal ein bisschen auf für dich ein bisschen auf Aerith aufpassen. Aber mit dem Job scheint sich einer der Türks beauftragt zu sein. Jedenfalls habe ich etwas mit Aerith geplaudert und sie erzählte mir, dass sich ein Rad des Blumenwagens gelöst hätte. Oh mein Gott! Hab ihr angeboten, den Wagen zu reparieren, aber sie meinte, das wäre nicht nötig. Du würdest das schon erledigen, wenn du wieder da bist. Die Kleine wartet auf dich, Mann. Deswegen sieh zu, dass du, denke ich, zurückkommst. Alter, wollte Kunzel uns Aerith ausspannen? Ach, egal, fuck it. I don't even care anymore. Oh, ich kann auch kämpfen. Was denkst du, ist hilfreich für uns? Und alle mit der von Soldier so kacke? Ja. Es gibt vielleicht auch... gibt es vielleicht auch blonde Soldier-Kämpfer? Nicht, dass das etwas für mich bedeuten würde. Ich frage nur so. Träumt nicht jedes Mädchen davon, in der Not von einem blonden Soldier-Kämpfer beschützt zu werden? Aber da Träume schlecht schützen, habe ich angefangen, Selbstkampfsport zu lernen. Mein Lehrer meint, ich wäre ziemlich begabt. Ha! Ja, das bist du, in der Tat. So begabt, dass du es mit den Soldier locker easy irgendwann aufnehmen wirst. Aber bis dahin... Chill, bis dahin machen wir schon... ja... Bis dahin kommen wir schon irgendwie klar. Wir beschützen dich. Wir sind zwar kein Blondie Cloud, aber wir sind Fighting Zack. Und deshalb sind wir krass. Und die Musik hier ist irgendwie super cool. Es ist irgendwie eine Abwandlung von dem Lied, was wir die ganze Zeit gehört haben, über das Spiel über. Wenn es um Angel ging und Genesis und Sephiroth. Nur, dass es diesmal etwas verrückter ist und, ja, ich liebe solche Remixe von Musik, die halt schon benutzt ist und dann halt wiederverwendet wird in einer anderen Fassung. Und ich finde das einfach so cool. Das ist ziemlich gut atmosphärisch. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen meine Phrase halten, damit ihr das besser hören könnt. Aber erstmal hören wir uns an, was der sweete Cloudboy zu sagen hat. Sephiroth ist, glaube ich, in einem der Zimmer im rechten Flügel des ersten Stocks verschwunden. Good job, danke. Die Tür lässt sich nicht öffnen, durch Schlüsselloch schauen. Okay. Scheinbar haben da ein paar Monster Bock. Hier sind nur zwei Stühle. Und sonst nichts. Okay, whatever. Hier können wir nichts machen. Und dort? Nope, auch nichts. Luxier? Dienst mit Sephiroth. Hallo Zack, ich habe gehört, dass du mal mit Sephiroth bist. Wer ist Luxier nochmal? Ah, jetzt kannst du eigentlich rum mit ihm reden. Du wolltest es damals, oder? Und Sephiroth ist persönlich. Ja, ist okay, chill, dann alles einfach. Luxiere. Wer zum Teufel? Ach, wen juckt's? Alter. Die geilen Mails. Ach ja, bitte erzähl den anderen bei Soldier nicht, dass ich mich nach einem blonden Soldier kämpfe. Ach man, Tifa. Das ist schon süß. Aber dein Blondie ist leider nicht wirklich ein Soldier geworden, sondern eher ein Faggot. Aber egal. Das wirst du früh genug erfahren. Hey Cloud. Wo ist eigentlich der andere Dude? Ist der tot? Irgendwas stimmt nicht mit Sephiroth. Achso, ups. Die Tür dort vorne stand offen. Er ist vermutlich in den Keller runtergegangen. Spannend. Dann gucken wir doch mal. Unten hängt auch irgendwo Vincent noch rum. Und schläft. Activating combat mode. Bring it on. Bring it on. Ein Saladin. Ja, bald bist du ein Zerhackstück, Legrin. Haha, nicht lustig, ups. Stirb. Danke. Sargschlüssel, das ist interessant. Ob wir Vincent mal jetzt auch hier treffen können? Ich meine, jetzt wo wir den Sargschlüssel haben, kommt es mir so vor, als wäre er in greifbarer Nähe. Boah, unsere Magie macht so viel Schaden, ne?
Das ist einfach abgefuckt. Hey, noch ein Sargschlüssel. Nur, ich habe keinen Sarg gesehen. Was sind das für Viecher? Dun, 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 dun. Take that! Bam! Ich find's auch schön, wie die Musik nicht aufhört zu spielen. Das gibt dem Ganzen noch so einen Flair. Finde ich richtig cool. Stirb! Ja, Aerith, gib mir 1000 Millionen TP, das ist cool. Bowser. Ah ja, und ein Level Up von Materia. Nein? Ups. Okay. Good luck. Thanks. Oh, ups. Alles klar. Ich dachte schon kurz, der erwischt mich. Hör, 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 hör. Ja! Decker, wie viele Sargschlüssel gibt's denn bitte? Vielleicht machen die auch etwas anderes. Sargschlüssel. Ein Schlüssel für einen Sarg. Okay. Das sind also tatsächlich einfach ganz normale Schlüssel. Ich dachte, es wäre jetzt irgendwas für Materia-Fusion-Kram oder so. Aber nope, scheint nicht so. Scheint nicht so zu sein. Und ich sehe die Leiter erst jetzt übrigens. Wow. Ich wette, ihr seid stolz auf mich. Jetzt. Bye, Boy. Na, dann gehen wir runter. Ich guck mal, ob ich mein Handy auf still gestellt habt. Ja, habe ich. Okay, alles cool. Dann gehen wir mal weiter. Sieht aber auch anders aus als in meiner Erinnerung. Meine Erinnerung an Final Fantasy 7. Naja, wäre auch langweilig, wenn alles gleich aussehen würde, glaube ich. Das ist schon okay so. Nimm das, du Faggot! Ich hätte gerne mal langsam wieder ein Level Up, das wäre schon cool. Auch wenn ich jetzt ein Level Up kriegen würde, ich würde mich so freuen. Oh, okay, bye, Boy. Wer braucht schon in die Spezia? Hier ist nichts. Hier vielleicht? Vincent, bist du da? Hier gibt's ja einige Särge. Seltsam. Ich wusste gar nicht, dass es hier so viele Särge gab. Der lässt sich nicht öffnen. Ich brauche wohl einen Sargschlüssel. Klar. Ja. Oh, da waren nur Monster drin. Ist ja lame. Take that! Faggot Viecher. Na gut, gucken wir mal hier rein. Nein? Okay. Dann da? Nicht? Okay. Damit kann ich nicht interagieren. Hier vielleicht? Okay, hier geht's. Lässt sich nicht öffnen. Ich brauche einen coolen Schlüssel. Klar. Ah, oh, waren auch nur Monster. Mann. Aber irgendwie machen die nicht viel, ne? Lame. Wieso sollte ich sie töten? Ach, vielleicht ist in irgendeinem der Särge ja freaking Vincent drin und sagt, yo, Bruder, ich helfe dir voll krass. Und dann kommt er mit und ist cool und keine Ahnung. Aber er muss ja irgendwie hier drinnen bleiben, weil hier finden wir ihn in Final Fantasy 7. Wobei er natürlich auch einfach sagen kann, ja, okay, ich gehe später zurück an diesen Ort und gehe wieder pennen, lol. Mal sehen, ob wir ihn finden. Ich bezweifle es ein bisschen. Ein Talisman, cool. Und, irgendwas außer Monster? Oh, sieht vielversprechend aus. Da schläft jemand drin. Vermutlich lasse ich ihn besser in Ruhe. Da war so ernsthaft Vincent drin. Ist ja geil. Lässt sich nicht öffnen. Ich brauche einen Schlüssel. Klar. Okay, hier waren nur wieder Monster. Klasse. Bye, Boys. Da chillt einfach Vincent drin. Ist ja cool. Naja. Gehen wir weiter.
An 6 Stelle hätte ich ihn wahrscheinlich auch in Ruhe gelassen. Oh, wisst ihr, wo wir sind? Ich glaube, dort ist eine Ladezone bei Final Fantasy 7. Deshalb sieht man quasi diesen Raum, diesen großen Raum mit den ganzen, mit den vielen Türen nicht, die wir gerade gesehen haben. Also im Final Fantasy 7 sieht das doch gleich aus, aber da wird ein Teil überskippt quasi, weil man nur durchläuft. Das ist quasi die Ladezone. Wenn ihr wisst, was ich meine oder so. Egal! Ein Wesen, das noch lebend, aber ohne Bewusstsein aus einer 2000 Jahre alten Gesteinsschicht geboren wurde. Professor Guest taufte es auf dem Namen Genova. Datum XXXX, Genova als Angehöriger des alten Volkes identifiziert. Coole Story, Bro. Datum XXXX, Genova-Projekt genehmigt. Betriebserlaubnis für Makoreaktor 1 erteilt. Makoreaktor 1. Das muss ja ewig her sein. Der Name meiner Mutter ist Genova. Genau wie dieses Projekts. Ob das ein Zufall ist? Professor Guest, warum haben Sie mir nie etwas gesagt? Warum sind Sie gestorben? Naja, Zeit geht über. Sefi Schnucki, altes Haus. Ha, was geht ab? Alles klar? Du siehst etwas? Bitte lass mich allein. Okay, okay, ich sehe schon, du brauchst einen Platz. Das kann ich respektieren. Nur bitte versprich mir nie, einen riesigen Meteoriten beschwören zu wollen, der die Welt zerstört. Danke, bye. Ha, nettes Gespräch. Was für ein Freak. Ein geiles Elixier. Okay, scheiß auf Sephiroth, die haben ihn gefunden, soll er hier doch leben, mir doch egal. Tschüss! Von jedem Tag an zog Sephiroth sich völlig in die Shinra-Villa zurück. Wie ein Besessener arbeitete er sich durch die Schriften und Dokumente. Die Lampen im Kellergewölbe erloschen nie. Die Szene erinnert mich an etwas. Und am 7. Tag? Hä? Der Schrecken passiert von neuem. Sephiroth! Clouds! Egal, ich lasse dich liegen. Bye, Boy. Du kommst klar. Sephiroth! Die Zeit der Reunion ist. Der Reunion ist gekommen. Wieso fickst du dich nicht selbst, Sephiroth? God damn it! Wie grausam! Was ist bloß in dich gefahren, Sephiroth? Ja, das fragen wir uns alle. So ein Faggot, wie kann er nur? Ich weiß ja ungefähr, was passieren wird, deshalb. Ja. Deshalb frage ich mich, wie wir da vernünftig rauskommen. Um ehrlich zu sein. Komm, Cloud, mein Boy! Nein, okay. Ach, wieder länger kein Level-Up gehabt, ne? Wär mal wieder Zeit. Bye, Boy. Oh yeah! Fein, Sephiroth! Oh, come on!
Tödliche Umarmung, ernsthaft? Geil. Take that! Ich bin doch schon overloaded. Hä? Ah, Genesis. Cool, cool. Na, 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 na. Bowser. Geil. Na, Apokalypse Stufe 5. Bye, boys. Show me the true power of soldier. Mind your own business. Warte, geht das einfach nur auf einen? Ah, wie lame, das geht scheinbar nur auf einen. Oh, oder das andere habe ich schon besiegt. Das kann auch sein. Hups! Okay, Leute, aber ich würde sagen, das war's für heute für Final Fantasy 7 Crisis Core. Was zum Fick mit Sephiroth abgeht, das seht ihr im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet demnächst wieder ein und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Bis dann, ciao!